Willkommen zurück zu Black Mirror 2. Es geht weiter. Wir sind hier immer noch in dem Schiffchen von unserem mysteriösen Fuzzi, der uns alle verfolgt und Angelina weiterhin verdächtigt beziehungsweise in der Gitter sehen will, aber anscheinend auch nur eher aus Schutzgründen, was natürlich deren wiederum nicht will. Und wir haben hier schon ganz viele interessante Beweise gesammelt, dass mit dem Kerl irgendwie was oberfaul ist, auch wenn wir noch nicht so 100% wissen, was genau dahinter steckt. Aber es hat auch definitiv mit Darren zu tun. Und wahrscheinlich seiner Vergangenheit. So viel ist sicher. Ich glaube, wir sind hier auch dann gerade fertig geworden und wollten aufhören. Oder haben wir den Laptop uns jetzt schon angeguckt? Wir haben rumgerätselt, das weiß ich noch. Wir haben den Safe geöffnet. Jetzt gucke ich gerade mal bei dem Laptop nochmal. Ich nehme ihn nachher mit. Aber erst einmal brauche ich weitere Hinweise, was hier eigentlich gespielt wird. Was verbindet Boris mit diesem Willow Creek? Und was hat meine Mutter damit zu tun? Okay, du nimmst ihn nachher mit. Dann müsste ich zur kleinen Erinnerung nochmal... Ah, dieses Kette, hatten wir das schon gemacht? Anscheinend nicht. Mist, was ist denn jetzt los? Der Akku ist leer. Und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Also ich würde an deiner Stelle das Ding einfach mitnehmen. Und dann hast du irgendwo all die Ruhe der Welt, die du brauchst. Denn hier findest du ansonsten, glaube ich, eh nichts mehr. Den Akku hier spontan aufzuladen, sieht schlecht aus eigentlich. Ich wüsste nicht, was war da dem Sitz nochmal drin? Obwohl, ja, natürlich, mit dem Generator, wenn wir das irgendwie verbinden könnten. Dann sollte das Schiff wieder Strom haben. Aha. Natürlich nicht direkt verbinden. Ich muss Sprit nachfüllen. Sprit! Ah, super. Haben wir hier Öl? Der muss doch hier irgendwo Ersatzöl haben. Scheint ja sowieso nicht mehr viel drin gewesen zu sein. Ach, Junge, anstatt dass er das Ding einfach mitnimmt. Aber nee, er will ja so lange hier auf dem Schiff bleiben, bis er gefunden wird. Haben wir hier irgendwo Öl gesehen? Vielleicht draußen? Ja, ich gehe mal raus. Hätte er wenigstens die Diskette noch mitgenommen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Kiste. Oh, das sieht gut hier aus. Hier war doch irgendwo... Ja, ein Benzinkanister. Hoffentlich ist auch was drin. Naja, halb voll anscheinend. Noch was da drin? Naja, mach gleich wieder zu. Okay. Sehr gut. Wir haben den Benzinkanister. Ein 2-Gallonen-Kanister Benzin. Gut halb voll. Sollte reichen. Zumindest für den Laptop. Den Rest würde ich dann ausschütten. Na gut, das wäre sehr umwelt... das wäre sehr unfreundlich der Umwelt zuliebe, aber er könnte dann nirgendwo mal hinfahren. Oder ich würde es mitnehmen. Ja genau, nimm es mit und stellst du Fuller. ja, gut, dann füllen wir mal... Nein, erst zum Sitz natürlich, dann den Generator füllen. Das wahrscheinlich noch abdrehen. Es ist kein Treibstoff im Tank. Ich muss Sprit einfüllen, wenn ich Strom haben will. Ja, wir sind dabei. In Ordnung. Schraubzieherfläche. Bereit für den nächsten Versuch. Mhm. Willst du das hier vielleicht mitnehmen? Nein? Okay. Hast du auch wieder fest zugedreht? Okay. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Könnte auffallen, deswegen mach hinne. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Akte Mrs. Michaels? Was zum... Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Händen, Armen, Beinen. Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel. Blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973. Kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der kranken Akte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina. Hey, Fullers Laden. Da steht jemand im Schatten. Es ist Mr. Biber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden.
Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Biber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Ha! Oh, guten Mann. Abend, Mr. Michaels. Sie! Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Sehr gut. Scheiße! Scheiße! Okay, ich kann was machen. Aber was? Oh, shit. Ja, Freunde, auch in Black Mirror 2 kann man sterben. Was ich überhaupt nicht mehr wusste. Ich habe keine Ahnung an der Stelle, was ich tun soll. Ich habe gedacht, hier Hut krümeln, ihn ins Auge oder sowas in der Art. Okay, es ist natürlich doof, dass ich das jetzt nochmal alles machen muss. Das wusste ich echt voll nicht mehr. Muss ich das hier nochmal laden? Aber das können wir uns ja schnell durchklicken. Jetzt mal kurz ins Inventar gucken. Was könnte denn helfen? Also ich glaube, inventartechnisch habe ich da nichts, womit ich ihn überrumpeln kann. Jetzt gehen wir mal kurz raus, gucken, was... Wollte er hier nach was greifen oder so? Ach, ja, natürlich das Paddel. Ach, ja, jetzt, wo man es sieht, aber vor lauter Hektik habe ich halt, ne? Erst Gedanke, Inventar. Aber da war nichts Sinnvolles drin. Aber ich finde meine Idee, mit Brotkrümeln ins Auge zu pfeffern, finde ich viel cooler als das Paddel, aber gut. Okay, das müssen wir jetzt im Eilflug nochmal machen. Also, komm. Ganz schnell. Besser nicht hier. Besser nicht hier. Ach, nee. Jetzt muss er... Ja, wenn man es schnell machen will, dann geht es erst recht langsam. Erst müssen wir die Diskette da reinschieben. So. Mist, der Akku. Mal sehen, ob ich... Da, jetzt stellst du fest, dass das nicht so einfach geht. Ab. Aha, völlig drum. Ja, jetzt gehen wir aus. Ja. Hier, warte. So, das geht ja ratzfatz, Leute. Und das Gespräch können wir dann auch nochmal schneller abbrechen. So, jetzt, Moment, darf ich dann danach noch... Ach komm, ich speichere einfach jetzt. Und wir werden das bestimmt jetzt auch schaffen mit dem Paddel. Machen wir uns aber jetzt mal keine Gedanken. So. Und los. Ach, jetzt aufdrehen. Es ist kein Treibstoff im Tank. Ja. In Ordnung. So. Und ran an den Speck. Sehr gut. Hoffentlich hört niemand. Ja, da hat uns richtig übel überrascht. Mal sehen, ob der Inhalt... Aber auch sehr interessant, ne? Mr. Biber. Hat er vielleicht wirklich Wind davon bekommen? Wurde es ihm zugesteckt? Damit man das so drehen kann und tricksen kann. Guten Abend, Mr. Moy. So. Sie! Das ist auf was einem, das ist wir beide. Das glaube ich kaum. Jetzt besser nochmal draufgeschlagen, ey. So, gleich die Maus dahin. Scheiße! Scheiße! Ja, hier, hier, hier. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Was? Was? Das Paddel geht nicht? Oh. Ich bin ein Idiot. Ich habe hier einen automatischen Spielstand mit dem Screenshot. Ich hätte gar nicht nachspielen müssen. Das Spiel ist aber echt nett. Ah, ich habe eine neue Idee. Da. Nochmal. Oder ja, jetzt das. Gut, gut. Perfekt. Naja gut, perfekt wäre es, wenn wir die Waffe hätten. Aber egal, wir sind anscheinend abgehauen am selben Abend. Hoffentlich hat er das Zeug mitgenommen. Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl anzulegen. Du bist draußen. Naja, eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ah. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her.
Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fliegst, wer soll dann auf dich aufpassen? Oh, es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hier bleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kannst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann noch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris, über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben, in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Daryl. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Ja Mensch, ein überraschend schneller und schöner Abschluss an diesem Tag. Man hätte es gar nicht gedacht. Ein paar Tage später. Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rübergehen. Meine Mom! Oh, ist sie vielleicht wach geworden? Oder geht's ihr schlechter? Auch wenn das natürlich sehr dringlich ist, sind ein paar Tage schon vergangen. Angelina ist wieder abgereist, wird sich da ein bisschen schlau horchen und dieser Boris... Alles noch ein bisschen wirrwarr. Ich wäre jetzt doch, gerade wegen dem Tagessprung, wäre ich doch sehr dafür, dass wir jetzt nochmal mit allen reden. Zum Beispiel Mrs. Piper, was ist jetzt mit ihrem Mann? Ich sehe ihn da hinten in der Küche nämlich nicht mehr. Den haben sie jetzt wohl mitgenommen, ha? Huh? Darüber können wir doch bestimmt mal reden. Mrs. Piper? Ne, können wir nicht. Ich mach das hier eben fertig, dann komme ich zu dir. Ja, mach nur. Aber ich hätte jetzt echt gerne über ihren Mann noch gesprochen. Naja, scheint jetzt wirklich dringlich mit der Mutter zu sein. Was war das für ein Anruf? Jemand vom Krankenhaus hat mich gefragt, ob du hier im Diner bist. Ich soll dich dringend rüberschicken. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Das hoffe ich auch. Ja, hoffentlich, ey. Nicht, dass dieser Boris da aufgetaucht ist und hat sonst was angestellt an den Maschinen. Na dann. Ich meine, sie war im Koma. Das ist jetzt... Na gut, wer weiß schon. Kann alles Mögliche passieren. Okay, immer suche ich hier den Ausgang. Dabei ist er doch da rechts. So, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das jetzt was bringt, wenn ich mich groß umgucke. Aber ich glaube, interessant wäre es schon, oder? Wir beeilen uns auch. Was hast du gerade gesagt? Ach, er will da nicht hin. Ah, das ist natürlich gut. Er will gleich zum Krankenhaus. Na gut, dann ersparen wir uns das natürlich. Die aus dem Krankenhaus anrufen, ist das wichtig. Ich muss zu meiner Mom. Ja, dann lauf doch nicht da hinten hin. Dann komm da raus. Gut, dann brauche ich auch gar nicht zu probieren, da hinten hinzukommen. Ab ins Krankenhaus. Dass es hier gut geht. So. Mr. Michaels, der Arzt möchte Sie sprechen. Oh. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Der Tonfall gefällt mir nicht. Gehen Sie doch bitte einfach durch. Oh oh. Ja, hopp. Wo ist sie? Oh nein. Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom! Nein! Hallo, hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zurzeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren, bist du da? Er ist hier, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzeih mir bitte. Ich habe einiges über diesen Ort herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube, Reginald Boris gehört dazu.
heute gesehen. Und jetzt... Nein, nein, gehen Sie! Da! Darren, hilf mir! Hallo? Hallo! Angelina! Damit willkommen zu Kapitel 3. Ja, nach solchen Ereignissen träumt man schon mal schlecht und ich kann mir gut vorstellen, dass Darren jetzt auf die Reise nach Willow Creek ist. Das ist eine weite Reise. Es geht nach Europa, England, Willow Creek. Aufwachen, wir sind da! Das ist es also. Das einzige Hotel in diesem gottverlassenen Ort. In London musste ich in den Zug umsteigen und dann noch einmal 45 Minuten im Taxi sitzen. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Das Dorf Willow Creek liegt ein Stück die Straße runter. Aber ich sollte mich erst einmal hier umsehen. Angelina muss in diesem Hotel eingecheckt haben. Ja, da werden wir bestimmt eventuell ein paar Informationen bekommen. Ich bin gespannt. Ach, wir sind wieder zurück in Willow Creek, Leute. Jetzt geht das Spiel erst so richtig los. Man könnte jetzt natürlich mutmaßen, ne? Ich meine, Boris hatte gemeint, wir machen eine kleine Reise. Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass er Darren schon mitnehmen wollte. Zurück hierher. Und vermutlich, eventuell hat er auch seine Mutter getötet, einfach um ihn jeglichen Grund zu berauben, noch in Biddeford zu bleiben. Hinzu kommt natürlich jetzt auch, dass Angelina sich in Gefahr gebracht hat, wovon man ausgehen konnte. Und jetzt sind wir wieder hier. Also was heißt wieder hier? Das Hotel ist uns, glaube ich, noch nicht bekannt aus dem ersten Teil. Aber wenn ich das schon sehe, Gordon's Palace... Ach, ich freue mich. Und nicht zu vergessen, dass das Gebiet ist ja jetzt ein bisschen zu einem Touristenort auserkoren. Und das könnte jetzt auch interessante Unterhaltungen dazu geben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir machen jetzt natürlich noch ein paar Minuten weiter und gucken uns alles in Ruhe an. Ja, das Inventar wurde ein bisschen schlag. Da bin ich dir dankbar. Warum auch immer er immer noch die Brotkrümel mitgenommen hat. Ich hätte die nämlich auch liegen lassen können, dann wären sie jetzt nicht dabei. Okay, ich habe diesen mysteriösen Ring. Der wird definitiv noch wichtig. Und so ein Bild wirft man ja wirklich nicht weg. Und das hier vielleicht als kleine Gedächtnisstütze. Und der Brief von C natürlich. Da haben wir auch noch ein paar Fragen offen. Okay, also los jetzt. Ein großes Vogelbad aus einer Marmorimitation. Es ist mit Wasser gefüllt, aber ich sehe keine Vögel weit und breit. Ob eine Vogeltränke in einem Land, in dem es ständig regnet, Sinn macht? Tja. Ich kann nichts Interessantes sehen. Und das Becken ist viel zu schwer, um es zu verschieben. Ja, da wird ja auch nichts sein. Kurz ausruhen. Eine nasse, unbequeme und etwas schäbig aussehende Holzbank, an der langsam die Farbe abblättert. Ja, okay, wenn es nass ist, dann vielleicht doch nicht ausruhen. Die Bank ist nass. Da setze ich mich nicht hin. Gut. Hinter den meterhohen Fenstern liegt die Lobby des Hotels. Ganz schön gewaltig für so ein kleines Landhotel. Naja, die haben aufgerüstet, seit es ein Touristenort wird. Wobei, es war halt schon immer ein altes Haus, sieht man ja. Okay. Da hängen drei Flaggen. England, Großbritannien und die Europäische Union. Letztere wurde bestimmt nur wegen der Touristen aufgehängt. Naja, seit dem Brexit wahrscheinlich wieder abgehängt. Hui, der Efeu dürfte mindestens 100 Jahre alt sein.
Er ist schon das gesamte Gebäude hochgeklettert. Ich finde sowas immer schön, wenn Efeuranken sich so um Häuser wickeln und weiter gedeihen. Schade, dass ich nicht heimlich in den ersten Stock kommen muss. Der Efeu wäre ein idealer Leiterersatz. Wart's mal ab, was wir noch alles müssen. Wer weiß, wer weiß. Aber recht hat er damit natürlich. Ah, da hinten raus geht's zu Willow Creek. Und wenn ich da weiterlaufen würde... Schau mal, da ist ein Laubhaufen. Sei wie ein kleines Kind und zerstöre ihn. Ein großer Haufen nasser Blätter. Ein Gärtner muss sie mit dem Rechen vom Rasen zusammengekehrt haben. Hopp. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Die Blätter außen sind klatschnass. Aber etwas weiter innen sehen sie trockener aus. Der Regen hat also noch nicht alles durchnässt. Jetzt tu es endlich! Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Damn. Wo ist das innere Kind in dir geblieben? Sage mal. Okay, das Auto. Hier, der Wintergarten. Ein Wintergarten mit Stahlskelett. Man kann deutlich erkennen, dass er neueren Baujahrs ist als der Rest des Gebäudes. Ja, die mussten expandieren. Im Wintergarten stehen einige Tische und Stühle. Ich könnte mir vorstellen, dass er als Speiseraum genutzt wird. Zurzeit ist aber alles wie ausgestorben. Ich finde sowas ja auch schön. Wintergarten. In Restaurants mag ich das auch sehr. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir gehen mal langsam rein, hm? Ach ja, Markise. Die Worte Gordon's Palace wurden einfach auf die Markise gedruckt. Billig. Ja, was zieht Touristen an? Dafür reicht's schon. Die Markise bietet wenigstens etwas Schutz bei Regen. Trotzdem ist es unangenehm, hier draußen zu stehen, wenn innen beheizte und trockene Räume warten. Soll das so ein Wink mit dem Zaunpfahl sein? Brauche ich dir zu lange, Darren? Es tut mir leid. Aber jetzt darfst du reingehen. Oh, ein neuer Gast. Herzlich willkommen im Gordon's Palace. Mein Name ist Murray. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau, die hier abgestiegen ist. Vielleicht haben Sie sie gesehen? Ja, vielleicht habe ich das. Vielleicht aber auch nicht. Wissen Sie, das ist ein verschwiegenes Hotel. Ich kann nicht über meine Gäste sprechen. Also ist sie Gast hier? Wie ich schon sagte, ein verschwiegenes Hotel. Ja, geradezu ausgestorben, möchte man sagen. Zurzeit ist nun mal gerade keine Saison. Es wird auch mal wieder mehr los sein. Dies ist das beste Hotel in Willow Creek und ein Ort mit Geschichte. Dies war einst das Sanatorium des grausamen Robert Gordon, dem Dr. Frankenstein von Willow Creek. Ach ja? Ja. Ja, ja. Er war der Onkel von Samuel Gordon, dem wahnsinnigen Mörder. Alle dachten, er wäre ein seriöser Arzt, der saubere Sir Robert. Doch in Wahrheit hat er verbotene Experimente an den Insassen des Sanatoriums durchgeführt. Üble Sache, üble Sache. Und dann dachte jemand, das wäre ein toller Ort für ein Hotel. Natürlich, natürlich. Direkt nach den Morden vor 12 Jahren kamen die Touristen in Scharen, wollten sich alles ansehen. Doch wo sollten sie übernachten? Es gab kein Hotel. Also habe ich dieses Gebäude gekauft. Die Insassen wurden natürlich direkt nach den Vorkommnissen weggebracht. Einige sind auch abgehauen. Aber auf jeden Fall hatte ich das Haus gekauft. Ich habe es renovieren lassen. Und nun ist es das beste Hotel am Platz. Wie viele Nächte wollen Sie bleiben, haben Sie gesagt? Eigentlich wollte ich nur wissen, ob Sie diese junge Dame gesehen haben. Ihr Name ist Angelina Morgan. Nun, mit Fremden kann ich nicht über Gäste reden. Wissen Sie, der Ruf des Hotels. Verstehe. Und wenn ich selber Gast im Hotel wäre, dann? Dann könnten wir natürlich einen kleinen Plausch darüber halten, wer zurzeit noch ein Zimmer hier hat. Also schön. Ein Zimmer bitte. Für, sagen wir, erstmal für 2 Nächte. Sehr gerne. Macht 90 Pfund. So wie er das sagt, natürlich war sie hier. Oder ist immer noch hier. Nummer 12. Was ist nun mit Angelina? Ist sie hier? Die junge Dame checkte vor einigen Tagen hier ein. Zimmer 13, direkt neben ihrem, Sir.
Allerdings habe ich sie seit gestern Morgen nicht mehr gesehen. Danke. Zimmer 13, das ist hier den Gang runter? Ja, Sir. Sie selber haben Zimmer 12. Sie verstehen natürlich, dass ich Sie nicht in das Zimmer der Dame lassen kann. Sie wissen ja, der Ruf des Hotels. Damit bin ich schon mal einen Schritt weiter. Angelina war hier. Vielleicht finde ich Hinweise, was sie entdeckt hat und wem das nicht passte. Ja, Darren, sag doch gleich, dass du in das Zimmer irgendwie einbrechen wirst. Das werden wir garantiert tun. Mein Zimmerschlüssel. Sieht eher aus wie für eine Zelle in einem Gefängnis als für eine Hotelzimmertür. Eine kleine Holzplakette mit der Nummer 12 ist am Schlüssel befestigt. Ja, und jetzt ich muss gerade noch mal kurz rausgehen, denn natürlich, das ist dieses alte Sanatorium, das hier umgebaut wurde von diesem kranken Dr. Robert. Jetzt, wo er es sagt und ich mir das Haus noch mal angucke. Ja, natürlich. Und da hinten ging es doch dann zu diesem einen Typen, da ums Eck, glaube ich, wo sie jetzt eben das angebaut haben. Sehr cool. Ich hätte es eigentlich auch... Ich meine, der Brunnen war auch immer da. Ich hätte es eigentlich da schon erkennen müssen. Ich am Anfang noch meinte, das ist nicht bekannt. Natürlich ist es das. Sehr cool. Das finde ich stark. So, und hier natürlich passender Touristenkram. Was ist das? Killermasken? Ein paar Andenken. Oh Mann. Bisschen... Ach du Scheiße. Billige Plastikmasken von Samuel Gordon. Messerattrappen mit blutiger Klinge. Und das Schlimmste ist, einigen meiner Mitmenschen traue ich zu, solche Dinge zu kaufen. Glaub mir, viel zu viele. Und was soll das sein? Aha. Der Original-Seelenschlüssel. Beschwören Sie dunkle Mächte und jagen Sie Ihren Lieben einen Schrecken ein. Leuchtet in 3 verschiedenen Farben. Gruselige Soundeffekte, Höllenspaß. Batterien sind nicht enthalten. Ich fass es nicht. Was für ein Schrott, aber interessant, dass die auch von dem Seelenstein wussten. Du willst ernsthaft was davon haben? Bevor ich diesen Plastikmüll aus China kaufe und damit so ziemlich alles Schlechte in dieser Welt auf einmal unterstütze, fällt mir eher die Hand ab. Okay. Das ist äußerst beruhigend. Gut, Freunde, an dieser Stelle machen wir dann einen Cut. Wir werden uns hier in dem Hotel natürlich noch genauer umschauen. Vielleicht auch nochmal mit Murray reden. Murray. Gab's aber auch einen, der Murray hieß. Aber gut, das kann ja nicht der gleiche sein. Moment mal, war Murray nicht der Antiquitäten-Typi? Oder Pfandleier? Oder irgendwie sowas in dem Dörfchen. Da gab's doch einen Murray. Aber... Er sieht jetzt nicht... Nee, warte mal, wie viele Jahre spielt das? Das kann nicht sein. Er müsste dann älter sein, deutlich älter. Er war ja damals schon betagter. Dann wird es nur Zufall sein, dass das so heißt. Oder ich bringe die Namen sowieso durcheinander. Okay, das nächste Mal haben wir also hier einiges Spannendes zu tun. Bis denn, es ist hier wieder heißt Let's Play Black Mirror 2.